Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Black Flag mit eurem Ramp und Hallöchen! Ja, letzte Folge haben wir hier diesen Auftragsattentat gemacht, den wir erfolgreich hoffentlich abgeschlossen haben. Und ich würde sagen, bewegen wir uns einfach mal aus diesem Gebiet hier raus. Boah, wir rennen einfach mal ein bisschen. Und wir begeben uns jetzt... Ach verdammt, ich drücke immer zwei für. Select ist das, Mensch. Ich weiß noch nicht, was hier in der Gegend ist, aber wir bewegen uns einfach mal hierhin zu der Hauptmission. Wir hätten hier noch einen Assassinenauftrag, wenn wir machen würden, aber wir können nur erstmal den Aussichtspunkt, dass wir das wenigstens schon mal auf dem... Die Aussichtspunkte werden wir auf jeden Fall alle mitnehmen, denn ich möchte gerne die ganze Karte aufgedeckt haben. Das werde ich dann bei den Seekarten machen wollen, denn mir ist es wichtig zu sehen, wo ich überhaupt hinrenne. Wo kommt ihr? Ich finde das immer schlimm, wenn du nicht weißt, wo was ist auf der Karte. Und hier, wenn du halt aufdeckst, siehst du es. Erstaunlicherweise, aber man sieht's. Jo, einfach mal hochklettern. Das wird der falsche Turm sein. Wir müssen nämlich auf den Turm. Na komm. Ich finde die Musik übelst geil. Das passt übel. Du bist schon so Piraten-Feeling, weißt du, und dann noch... Ach komm, jetzt her. Nee, schön vor an die Kante und zack. Havanna. Da, wo der Rum herkommt. Da wird das sogar angebaut. Würde ich mir jetzt vorstellen. Ich weiß es nicht, ob es wirklich der Rum ist. Hui. So haben wir den mitgenommen. Einwandfrei. Jetzt geh mir dahin. Zum Governor. Governor, ich bin da. Was ist noch was jetzt auf mich wartet? Duncan Walpole aus England. Ich will zum Gouverneur. Ich glaube, er erwartet mich. Hm. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. Ich weiß nicht mehr, was Danke auf Spanisch heißt. Ese es el hombre? El, ¿cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Assassino? Walpole. Ja, Assassino. Kommt ja immer ein bisschen. Nee, scheiße, ich kann nicht. Hallo? Ich bin respektabel? Ich bin ein Pirat? Piraten sind immer respektabel? Kann der mal schneller lurchen? Meine Herren, ey. Mich muss immer schnell, schnell, schnell. Guten Morgen, Sir. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr Duncan Walpole seid? Der bin ich. Das dachte ich mir. Woods Rogers. Eine Ehre. Ebenso. Ich muss sagen, meine Frau ist keine gute Beobachterin. Verzeihung. Mein Weib. Ihr traf sie vor einigen Jahren beim Maskenball der Percys. Ah. Nun. Sie nannte euch teuflisch gut aussehend. Offenbar eine Lüge, um mich eifersüchtig zu machen. Julien, Arschloch. Unser Ehrengast ist getroffen. Mr. Duncan Walpole. Julien Ducasse. Franzose. Euer Übertritt in unseren Orden ist aufrichtig. Ich schätze die Assassinen nicht, doch Lügner noch viel weniger. Ich kam nicht her, um zu enttäuschen. Wie wär's mit etwas Sport, Duncan? Der alte Mann ist noch nicht bereit für uns. Tritt mir jetzt dem Templerorden bei, oder? Ihr habt meine besten zwei Paare baugleicher Pistolen, Duncan. Seid bitte vorsichtig damit. Hätte ich acht, würde ich sie wie meine Söhne behandeln. Verschießt ein paar Kugeln, wenn ihr mögt. Entwickelt eine. Ich kämpfte einst mit einem Mann, der 9 Pistolen bei sich trug. Sie waren durchschlagend im Kopf, doch in der Hand sie ihn am Schwimmen. Leider. Drücken Sie Y, um mit der Pistole auf das markierte Ziel zu schießen. Gut durch, was? Ich warte auf den Tag, an dem eine Waffe 4 Kugeln fallen und mich an den Körper. Ihr solltet einen englischen Freund von mir treffen, Julien. James Puckle. Er arbeitet an etwas Außergewöhnlichem. Lass mal nachlaufen. Magnifique. Ist da noch ein Ziel?
Schieß auf die Ziele. Ah, jetzt. Ich stelle mich mal vor dich. Naja. Duncan, wo sind eure Klingen? Nie war jemand schlechter ausgerüstet als ihr. Ah, beschädigt leider. Nicht mehr zu retten. Aha. Wuhu. Versteckte Klingen. Wo habt ihr die alle gefunden? Ich habe sie nicht gefunden. Ich nahm sie. Es sind Souvenir. Ja, endlich. Wir haben unsere versteckten Klingen. Beste eigentlich an ACI. Zwei Klingen. So will es der Brauch, Wee. Brauch, ei. Danke. Habt ihr das ausgezogen? Seid ihr so freundlich, uns eure Techniken zu demonstrieren? Natürlich. Ihr müsst. In Erwartung eurer Ankunft haben wir einen kleinen Übungsparcours vorbereitet. Oh. Es wäre schade, abzureisen, ohne euch in Aktion zu sehen. Ja, natürlich. Hat sogar noch ich gearbeitet. Meine, wenn die Zeit es erlaubt, zeige ich euch alles, was ich weiß. Ihr. Seht ihr? Perfekt auf euch abgestimmte Situationen. Legt los. Die Klinge in der Menge ist das Einfachste. Nichts Grandioses. Nur schnell und sauber. Zack. Zeigt uns noch eine Technik. Mehrere Attentate aus. Recht einfallsreich, Heuhaufen als Deckung zu nutzen, meint ihr nicht? Ach, jetzt darf ich. Zack. Komm rein. Mach es lebe. Das Überraschungsmoment ist von allergrößter Bedeutung. Ist es nicht so? Vor allem an uneinsehbaren Ecken. Schnell. Hallo. Ah, da hinten. Okay, gehen wir in die Gruppe. Ja. Cleverer Trick. Neben ihrer offenkundigen Wirksamkeit sind Luftattentate von poetischer Schönheit. Muss bestimmt da hoch. Ja. Ah, nee. Natürlich. Ich sehe, jetzt kommt erst das, wie man klettert und alles. Ja. Magnifique. Magnifique. Besteht auch die Möglichkeit, den Todesstoß im vollen Lauf auszuführen. Oh, natürlich. Hallo. Nichts leichter als das. Zack. Welch unwiderstehlicher Hieb. Noch was. Ich möchte jetzt gern den Governor treffen. Dankeschön. Machen wir schon seit 8 Minuten nur das. Auf geht's. Die Assassinen haben euch gut ausgebildet. Ihr habt ihnen im rechten Moment den Rücken gekehrt. Das war riskant, schätze ich. Die Assassinen zu hintergehen kann äußerst ungesund sein. Und Schnaps zu trinken ebenfalls, doch einige Risiken nehme ich gern in Kauf. Und was ist euer Anliegen hier, Sir? Seid ihr ein Mitarbeiter des Gouverneurs oder ein fast Bekannter wie ich selbst? Gewehre, Klingen, Kanonen, Granaten. Alles, was einen Mann töten kann, liefere ich euch mit Freude. Also eine Art Schmuggler. Und wie geht es eurem Weib der Zeit, Captain Rogers? Ist sie hier? In Havanna? Es wird ihr gut gehen, auch wenn ich es nicht weiß. Ich war über 14 Monate in Madagaskar, Piraten jagen. Es war mühsam, die Schurken von dort zu vertreiben, doch wir schaffen es. In Zukunft gedenke ich, dieselbe Taktik in der Karibik einzusetzen. Und wie wurdet ihr mit ihnen fertig? Das war nicht schwer. Viele Piraten sind nicht klüger als Affen. Ich ließ ihnen einfach die Wahl. Das Pardon annehmen und arm, aber frei nach England zurückkehren? Oder auf der Stelle gehängt werden. Ah. Dann könnte Nassau euer nächstes Ziel sein. Wie scharfsinnig, Duncan. Jawohl. Na dann viel Glück. Nein. Nie Nassau, Mensch. Großmeister Torres. Mr. Duncan Walpole ist eingetroffen. Sie. Ihr wurdet vor einer Woche erwartet. Verzeiht, Gouverneur. Es gab einen Überfall durch Piraten. Wir wurden versenkt. Ich traf erst gestern hier ein. Bedauernswert.
Verzeiht meine Vorsicht, doch konntet ihr das vor diesen Piraten retten, was ihr mir versprochen habt? Ja, Sir, konnte ich. Incredible. Die Assassinen haben mehr Ressourcen, als ich gedacht hätte, jedoch nicht genug, um uns abzuschrecken. Ich freue mich sehr, euch endlich zu treffen, Duncan. Höchst willkommen. Kommt, meine Herren, wir haben viel zu besprechen. Ja. Ich muss sagen, bei sie, wenn man so die Tonspur anguckt, ganz schön viel frei. Also es ist ganz schön viel gerade Linien. Weil, was willst du denn reden, wenn die ganze Zeit lauern? Endlich so wie jetzt. Beisammen. Und in solch kontinentaler Gesellschaft. England, Frankreich, Spanien, die Bürger trauriger und korrupter Reiche. Doch nun seid ihr Templer, die geheimen und wahren Herrscher dieser Welt. Bitte, streckt eure Hände aus. Verinnerlicht und achtet unsere Absichten. Führt alle verirrten Seelen, bis sie auf dem rechten Weg sind. Leitet alle verirrten Triebe, bis die Leidenschaft sich abkühlt. Lenkt alle verirrten Geister zu sauberen Gedanken. Im Lichte des Vaters des Verstehens. Lasst uns zu Werke gehen. Ja, natürlich. Erst sind wir... Vor Jahrzehnten übertrug mir der Rat die Aufgabe, hier in der Karibik einen vergessenen Ort zu finden, den die Vorläufer einst das Observatorium nannten. Seht ihr? Seht euch diese Bilder an und prägt sie euch gut ein. Sie erzählen eine uralte Geschichte. Seit zwei Dekaden bemühe ich mich, das Observatorium zu finden. Einen Ort, der angeblich ein Werkzeug von unvorstellbarer Macht beherbergen soll. Es enthält eine Art Armeasphäre sozusagen. Ein Gerät, das uns die Macht verleiht, jeden Mann auf der Erde zu finden und zu beobachten, wo immer er sich befindet. Stellt euch einmal vor, wie es wäre, eine solche Macht zu haben. Mit diesem Gerät gäbe es keine Geheimnisse mehr. Keine Lügen, keine Betrüger. Nur Gerechtigkeit, wahre Gerechtigkeit. Das ist das Versprechen des Observatoriums und wir müssen es für uns gewinnen. Kennen wir denn seinen Standort? Werden wir bald. Denn der Einzige, der ihn kennt, ist in unserer Gewalt. Ein Mann namens Roberts. Er galt einst als Weiser. Es ist 45 Jahre her, dass jemand einen wahren Weisen sah. Können wir sicher sein, dass er echt ist? Wir sind überzeugt davon. Die Assassinen werden ihn sich holen. Ja, das werden sie. Doch, dank Duncan und der Informationen, die er uns brachte, werden die Assassinen kein Problem für uns darstellen. Morgen wird sich alles aufklären, meine Herren, wenn ihr den Weisen persönlich trefft. Bis dahin, lasst uns trinken. Lasst uns das Observatorium gemeinsam finden. Denn vor seiner Macht werden Könige fallen, der Klerus erblassen und die Herzen der Welt werden uns gehören. Mission beendet. Jetzt darf ich auch endlich mal wieder reden. Ah, jedes Mal kann ich die reden, weil die dann hier die ganze Zeit labern. So, ich würde mal sagen, da bedanke ich mich fürs Zuschauen der heutigen Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag mit eurem Rahmen. Tschüss. Dankeschön für das Schauen unseres Videos. Wir bedanken uns dafür und freuen uns über ein Abo. Oder auf unserer Facebook-Seite kannst du auch Gefällt mir drücken und dann seht ihr alles. Dankeschön.